Hallo, mein Name ist Travis Meissner und ich wollte gerne dieses Instrument vorstellen. Und es heißt die Klarinette. Du hast gerade ein virtuosic Stück gehört. Das ist von der Komponist Verdi, eine italienische Komponist von der Oper Rigoletto. Und jetzt müssen wir die Klarinette zählen, wie viele Teile das hat. Das uns zusammen machen. 1, 2, 3, 4, 5. Also die Klarinette besteht aus 5 Teilen. Aber bevor man überhaupt Verdi spielen kann oder überhaupt einen Ton, muss das Klarinette muss zusammengebaut. Und das machen wir jetzt. So klingt eine Klarinette eigentlich nicht. Es braucht ein Blatt erstmal aus Arundo Donax. Und ich habe was hier dabei. So ist das. So ist ein Blatt. So sieht ein Blatt aus. Eigentlich nicht. Das ist viel zu groß für ein Blatt. Wir brauchen etwas kleinerer. Hier zum Beispiel. Das ist ein Blatt, das, wenn man bläst, geht in Schwingung und dann kommt eine Ton. Und das Blatt muss erst auf das Mundstück befestigt. Jetzt haben wir unser Blatt hier drauf auf das Mundstück befestigt. Jetzt wird das Klarinette sehr schön klingen. Und ich spiele jetzt der tiefste Ton auf die Klarinette. Ist das wunderschön, diese tiefe Lage. Und jetzt spiele ich die höheren Töne, aber ich fange erst tief an und gehe ganz weit oben. Muss die Ohren zumachen, das wird sehr hoch und sehr laut und sehr schrill, aber schön. Das ist nicht der höchste Ton, es geht noch höher. Hast du gerade gehört, eine wunderschöne tiefe Klang an die Klarinette und wunderschöne höhere Klänge. Aber die Klarinette kann viel mehr, so wie Effekte, so wie beim Lachen. Oder die Klarinette kann Flötezunge. Die Klarinette kann auch extrem böse klingen. Jetzt zum Schluss möchte ich euch gerne ein Stück spielen, das ihr nach wenigen Monaten spielen kann. Also, ich hoffe, das hat euch viel Spaß gehabt, diese Klarinette zu kennenzulernen. Und wir sehen uns dann beim Klarinettenunterricht.